willkommen zur besten Quizshow im kompletten YouTube-Deutschland-Fernsehland. Hey, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Punch, den Rezo. Zu meiner rechten Seite haben wir den Gastgeber, Rezo. Hallo, hallo, hallo. Und zu meiner linken haben wir die bezaubernde Dagmara, Dagi. Hey. Hi, B. B. Hörst du das? Das ist dein Applaus. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Sie dürfen aufhören zu klatschen. Für alle, die letzte unglaubliche TV-Quizshow nicht gesehen haben, erkläre ich nochmal, was wir heute machen. Wir spielen drei verschiedene Spiele. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es zwei Punkte, im dritten Spiel gibt es drei Punkte. Gewinner der unfassbaren TV-Show wird die Person sein, die am meisten Punkte am Ende hat. Hat ihr noch irgendwelche Fragen? Nein. Perfekt, dann lachen wir auch sofort los. Das erste Spiel. Ich lese hintereinander Aussagen vor. Sollte diese Aussage eurer Meinung nach falsch sein, drückt ihr den Buzzer. Oh. Wenn die falsch ist. Wenn die falsch ist, genau. Sollte diese Aussage natürlich falsch sein, bekommt ihr einen Punkt. Sollte die Aussage jedoch richtig sein, bekommt der Gegner einen Punkt. Logisch. Gewonnen hat die Person, die zuerst drei Punkte hat. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein. Nö. Perfekt. Ich habe immer das letzte Wort. Jetzt bin ich falsch. Und fangen wir an mit dem Spiel Punkt bekommen oder Ehre genommen. Okay, die erste Aussage. Der YouTube Rewind 2018 ist das meistgedislikedeste Video der Welt. Ich glaube, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, nicht der Welt, nicht der Welt, nicht der Welt! Aber es ist das meistgedislikedeste. Hä, aber du sollst doch nicht drücken, wenn es stimmt. Ach so! Du sollst drücken, wenn es nicht stimmt. Oh Mann! Nein. Drücken, wenn die Aussage nicht stimmt. Nicht stimmt. Nicht stimmt. Nicht stimmt. Okay, dann es stimmt nicht. Du hast jetzt zweimal gedrückt. Also, es ist das meistgedislikedeste Video der Welt, aber deswegen hast du eigentlich einen Punkt bekommen. Wieso? Ich hab den Punkt bekommen. Ja, genau, das hast du einen Punkt bekommen. Der Welt? Der Welt, ja. Ich meine. Und ich hab da mitgespielt. Stimmt. Stimmt, du bist im meistgedislikedeste Video der Welt. Das ist ja eine Riesenehre. Nächste Aussage, wenn die Aussage falsch ist, drücken. PewDiePies eigener YouTube Rewind ist das meistgelikedeste Video der Welt. Nein. Nämlich was anderes. Richtig. Punkt für Rezo. Das passiert dort die meisten Likes. Ah. Einfach weil es auch 6 Milliarden Klicks hat. Ja, aber das ist genau. Okay. Schaffen wir die 6 Milliarden Likes, alle liken. Es steht 2-0. Mhm. Es gibt eine russische Kinderserie, welche übersetzt Mascha und der Bär heißt. Diese wird auf YouTube veröffentlicht und einzelne Folgen bekommen teilweise über 3 Milliarden Aufrufe. Stimmt diese Aussage oder nicht? Über 3 Milliarden? Über 3 Milliarden. Wow. Aber es klingt so, wie er so was denkt er sich doch nicht aus. Ja, weiß man nicht, was noch kommt, so, ne? Was? Das entspringt doch nicht deinem Kopf. Was im Kopf vorgeht, ne? Vieles. Einiges. Okay, ihr drückt nicht. Mhm. Diese Aussage wäre richtig gewesen. Nächste Aussage. Cold Mirror, ja. YouTubes Urgestein, hat noch nie ein YouTube-Video monetarisiert. Fuck, Alter. Hat noch nie ein YouTube-Video monetarisiert. Ja, würde ich auch sagen, ist falsch. Ich habe aber gedrückt und ich weiß, was richtig ist und ich war falsch. Die Aussage ist richtig. Sie hat noch nie ein YouTube-Video monetarisiert. Aus dem Grund, weil sie sehr früh Urheberrechtsstrikes bekommen hat, weil sie halt Harry Potter hochgeladen hat. Und dadurch es am Anfang nicht konnte und dann sich dann später dazu entschieden, das nie zu tun. Dann hast du es sogar gewusst und hast aus Versehen gedrückt. Ich bin richtig dumm. Ich bin richtig dumm. Damit hat Rezo das erste Spiel gewonnen. Applaus. Dankeschön. Ja, ich sehe. Ja. Selbst meine Mutter ist gekommen. Ja. Es ist schon schön hier. Es ist unfassbar. Die ganzen Leute, die hier sind, kann man gar nicht auf Kamera festhalten. Ja, so viele. Da gibt wie viele Menschen, glaubst du, sitzen hier in dem Studio? So 6? Millionen. 6 Millionen. Ja. Ja, Mensch. Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel. Ich zeige euch jetzt beides Kinderfotos von YouTubern und ihr müsst so zügig es geht auf den Buzzer drücken, wenn ihr wisst, welche Person das ist. Und dann auch direkt sagen. Und dann am besten die Antwort liefern, genau. Solltest du was Falsches sagen und drücken, bekommt sie keinen Punkt, sondern sie hat die Möglichkeit, in den nächsten 5 Sekunden auch auf den Buzzer zu drücken und dann ihre Antwort zu präsentieren. Ah, 5 Sekunden. 5 Sekunden, genau. Die erste Person, die 4 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Dieses Spiel gibt insgesamt 2 Punkte für das Gesamtkonto. Ja. Ich habe immer das letzte Wort. Natürlich. Wie immer. Fangen wir an mit dem Spiel. Ja lol, so sah der mal aus. Ich drehe um. Okay, und dann direkt drücken, wenn wir es... Wenn ihr wisst, sofort drücken. Okay. Oh mein Gott. Hä?
unsympathisch, TV. Das ist falsch. Ah, aber so ein bisschen die Augen. Das sieht schon ein bisschen bekifft aus, ne? Ja. Gar keine Ahnung. Ne? Keine Ahnung? Überhaupt gar keine Ahnung. Es wäre Alblali Victor gewesen. Echt? Sieht null so aus. Krass. Er ist auch irgendwie sechs oder so. Okay. Wäre scheiße, wenn der noch so aussieht. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten YouTuber. Okay. What the fuck? Alter, was? Wer? Gronkh? Richtig. Yeah! War das aber echt krass. Das ist krass, ne? Aber ich hab's an den Augen erkannt. Krass. Und am Bier. Stimmt, wenn der ein bisschen breiter und mit Bart. Ja. Stimmt. Das ist aber echt schwer. Erstaunlich. Ja, mein Gronkh. Noch drei. 1-0 für Dougie. Yes. Jetzt der nächste YouTuber. Kennt ihr beide? Luca. Komplett. Ah. Richtig. Er guckt nämlich heute genauso. Ja. Ja. Luca, du hast dich nicht verändert. Nee. Geistig. Was? Das Publikum lacht. Der nächste YouTuber. Was sind das für Menschen? Nie gesehen. Nee, wirklich nicht. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist das ein Mädchen? Ja. Okay, weil es kann natürlich auch sein, dass es ein Junge ist. Wer ist das? Ishtar Isik. Leider falsch. Du hast noch 5 Sekunden. Bibi. Das Ding ist, die Zeit läuft ab. 5 genau. Sekunden liefen ab. Genau. Entweder ich sage nichts, dann kriege ich keinen Punkt. Oder ich sage es ist nicht Bibi. Ja, Leute. Es wäre Paola Maria gewesen. Oh mein Gott, das ist Paola? Oh. Nee, hätte ich nicht erkannt. Steht weiterhin 2-0 für Dagi. Okay. Der nächste YouTuber. Ja. ApoRed. Alter. Richtig. Yeah. Ich stehe besser als ich. Ja. Oh. Ich finde, es ist aber... Das ist ein krasses Bild, Alter. Alter, man kann ja viel über ihn sagen, aber er ist hübscher geworden als da. Ja, das stimmt auf jeden Fall. 3-0 für Dagi, damit hat die mindestens 3 Matchpoints. Der nächste YouTuber. Oh Mann. Ey, was sind das für Menschen? Oh Mann. Es sollte schon halt auch schwieriger sein. Oh mein Gott, das ist so schwer. Ein kleiner Tipp, diese Person hat schon mal vor ihrer YouTube-Zeit als Schauspielerin gearbeitet. Als Schauspielerin? Joyce Ulk? Richtig. Echt? Ich dachte, das ist ein Junge. Groß geht raus an Joyce. Hi, ich hoffe, ich bin jung, weil du gesagt hast. Der nächste YouTuber. Das könnte leichter werden. Bibi! Richtig. Damit gewinnt da wieder das Spiel. Hey. Guck mal, Eugen ist auch da. Oh, da sitzt er. Hallo. 2-1. Der Druck bei beiden ist sehr groß. Jetzt sehr geht groß. Alles. Jetzt geht's um wirklich alles. Weißt du überhaupt, was du kriegst, wenn du gewinnst? Nö. Ich auch nicht. Okay. Ihr seid dann das Einhorn des Tages. Hä? Ah. Kriegt sie das? Nee, sie ist nur dann das Einhorn des Tages. Okay. Du kannst sehr stolz dann das sein. Ist sehr ja. Schön. Kommen wir zum dritten Spiel. Beide haben Zettel und Stift in der Hand und müssen ihre Antwort zügig auf ein Blatt Papier schreiben. Ja. Oh, ich kann nicht schreiben. Ist nicht schlimm. Okay. Ich lese euch nämlich jetzt nacheinander Schätzfragen vor. Puh. Wenn beide fertig sind, werden die Antworten vorgezeigt. In diesem Augenblick ist es beiden Teilnehmern untersagt, noch ihre Antwort zu korrigieren. Hm. Ich habe niemals hab ich das gemacht. Guck, wie ihr mich anguckt. Niemals. Die Person, die am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Es gibt 3 Punkte für das Gesamtkonto. Ich habe immer das letzte Wort. Und fangen wir an mit dem Spiel. Verschätz dich mal besser. Genau. Okay, okay. Die erste Frage. Wie viele Klicks hat das meistgeschaute Video von Jonas Ems? Ah. Ich hab das mal gesehen. Ich auch. Und ich war so, what the fuck? Ja, okay, ich hab. Ich hab schon kurz gelunkert. Und eine Person ist auf jeden Fall sehr nah dran. Emma, die Antworten präsentieren. Achso, ich habe 93.179.453. Wow, ich hab's 20 genau Millionen. Ich sage ja, eine Person ist sehr nah dran. Oh Gott, oh Gott. Das meistgeschaute Video von Jonas Ems hat 101.851.141 Aufrufe. Krass, ne? Was? Ja. 1 Million? Also niemand kann sich erklären, wie das passiert ist. Krass. Damit steht es 1-0. Die nächste Frage. Es gibt ja das Charity-Livestream-Projekt Friendly Fire, welches von Gronkh, Pizmeet und weiteren Leuten organisiert wird. Wie viele Spendengelder kamen in Deutschland insgesamt zusammen? Ich meine immer so... Keine Ahnung. Okay, ich hab... Einmal bitte die Antworten präsentieren.
Möchtest du zuerst? 3 Millionen. So viel? Oder habe ich so wenig? Hab keine Ahnung. Und ich habe 250.791. Puh. Eine Person ist näher dran und diese Person steht zu meiner Linken. Insgesamt wurden schon ungefähr 2 Millionen Euro Spendengelder gesammelt. Ja, ich meine, ich habe auch irgendwie was gehört. Das kam letztes Mal richtig viel dazu. Was? Mhm. Ich habe das ja massivst unterschätzt. Im letzten Jahr kamen 850.000 Euro Spendengelder. 850.000? Also ich finde, 48 Stunden? Ja. Ich finde, da kann man mal, ja. Da kann man mal applaudieren. Also, ich habe euch ja vorhin von der beliebten russischen Kinderserie Mascha und der Bär erzählt. Wie viel Views hat die meistgeklickteste Folge auf YouTube? Hä? Dann war das das, was du neulich gesagt, was du vorhin gesagt hast? Ich habe gesagt, dass einzelne Folgen über 3 Milliarden Views haben. Jetzt möchte ich aber wissen, wie viel hat die meistgesehenste Folge? Ah, die allermeiste. Die allermeistgesehenste Folge. Ey, aber dann könnte das sein, dass was er vorhin gesagt hat, dass das sogar stimmte. Das wissen wir ja nicht, ob das stimmte. Bist du so schlau, dass du das jetzt so, dass du mit uns so einen Kopf hängst? Vielleicht ist es auch eine Serie, die hat 12 Views auf YouTube. Ja, vielleicht verarscht uns total. Scheiße. Er hat sich aber eine Serie Matcha und der Bär ausgedacht und wir denken, boah, die Russen, die gucken das gerne. Möchten Sie bitte Ihre Antwort aufschreiben? Du hast es doch nicht oder hast du es ausgedacht? Das meistgesehenste Video auf YouTube ist übrigens momentan Despacito mit 5,6 Milliarden Aufrufen. Okay, die Antworten? Sorry. Ich habe 3.715.287.500. Okay. Ich habe 8 Milliarden glatt. Das sind 8.000 Milliarden. 8.000 Milliarden? Echt? Ich glaube, eine Person ist definitiv näher dran. Okay, wir haben 8 Trillionen, jeden 3,7 Milliarden. Warte mal. Ich glaube auf jeden Fall, eine Person ist sehr nah dran. Ich sehe da 8 Milliarden, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Ich sehe nur. Dennoch steht der Gewinner zu meiner Rechten. Ja, wie viel hat es? Die meistgesehene Folge hat 3,47 Milliarden. Milliarden. Ah, dann wär's auch mit 8 Milliarden nicht. Dazu habe ich gerade erwähnt, dass das meistgesehenste Video 5,6 Milliarden Aufrufe hat. Hä? Welches? Despacito. Auf der Welt? Auf der Welt. Hast du gesagt? Habe ich gerade gesagt. Wann? Ich kann es gerne nochmal reinschneiden. Despacito mit 5,6 Milliarden Aufrufen. Damit steht es 2 zu 1. Stimmt. Matchball, finale Runde vielleicht. Vielleicht. Dann machen wir mal eine Frage, boah, ist spannend, die zugunsten Dagi kommt. Danke. Wie, wer ist hier parteiisch? Die Frage denke ich mir kurz im Kopf aus. Ja. Puh. Wie viel Views hat das meistgesehenste Video von Dagi B? Ich habe 8 Millionen. 751.310. Ja. Und Sie? 60 Millionen. Was? Ich würde sagen, eine Person ist sehr nah dran hier. Und diese Person steht zu meiner linken Seite. Dagi B hat richtig. Das Video hat ca. 61 Millionen Views und es ist Bist du real von Casey Rebel. Ah! Ja. Es ist ja richtig spannend jetzt. Ja. Feine Frage für beide Seiten. Der amerikanische YouTuber Tanner Fox hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Der Letzte, der den Pool verlässt, bekommt $5.000. Sinngemäß übersetzt. Ja. Wie lange hat es gebraucht, bis der Letzte den Pool verlassen hat? Das ist ja, können ja gar nicht, also... Richtig, deswegen... Heißt ja schätzen, ja, ja. Genau. Sie durften nicht auf den Rand sitzen, sie mussten immer im Pool sein. Im Pool. Also, ich habe eine kleine Randinformation für euch. Okay. Zu dem Zeitpunkt war es laut eigenen Angaben 24 Grad Ortstemperatur. Ja, okay. Und der Pool ist nicht beheizt. Bist du schon mal bei 24 Grad schwimmen gegangen? Ja, ist kalt. Sehr kalt. Boah, das ist voll schwer. Das ist echt schwer und das sitzt ja... Ja. Oh. Ich weiß schon, wie man ein richtiger Quizmaster ist. Okay, legen Sie vor. Ich habe 19,7 Stunden. Einmal noch die Antwort von Dagi. Ich habe 26 Stunden. Boah, jetzt bin ich sauer. Eine Person ist tatsächlich relativ nah dran. Der Gewinner der heutigen Ausgabe, Punch den Rezo, ist Dagi Biebermann. Damit ist Dagi Bie das Einhorn des Tages. Ja, du bekommst es nicht, aber du bist es. Genau, du bist es. Dann mal einen riesigen Applaus für Dagi Bie, meine Damen und Herren. Guck mal, wie Holger sich freut auch. Ja. 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 Wir müssen auch mal kurz runterkommen, Freunde, weil wir noch was Wichtiges zu sagen. Warum? Und zwar, was müssen die jetzt tun? Auf Dagis Video klicken, was ist das? Unter anderem, was müssen die Leute noch tun? Liken. Liken und abonnieren. Genau, das ist doch wichtig. Aber was auch sehr wichtig ist, wir haben auf Dagis Kanal nämlich auch ein Video gedreht. In welche Cam sage ich das denn? Ich kann das in jede Cam sagen, weil wir hier beim Fernsehen sind. Dagis Kanal, ein Video gedreht und zwar... Frauensachen ausprobieren. Genau, Frauensachen ausprobieren. Ich muss Frauensachen ausprobieren. Es wird sehr lustig, es ist sehr, sehr lustig. Deswegen klickt hier, geht auf den Kanal von Dagi. Es lohnt sich sehr. Läuft hier überhaupt noch? Ja.
sieht schon ein bisschen bekifft aus, ne?